Schäferin, als Präsidentin von den ADR-Frauen, ging ich gerne Bilanz machen von der letzten Moment, was der Mut hier am Land angeht, aber was die Familienpolitik angeht. Holen wir der Mut von den Wittleit zu Lützebüsch. Die CSV-LSAP-Regierung hat schon fern Pensionen gekürzt, weil sie die Rentenanpassungen gestrichen haben, aber weil sie die Steuertabelle der Inflation nicht angepasst haben. Es war auch die CSV, die angefordert hat, dass Wittleit 3 Jahre nach dem Tod von ihrem Mann oder ihrer Frau steuerlich reklassiert gehen. Dass der ADR, die für bald 20 Jahre dafür gesorgt hat, dass Renten am Privatsektor massiv geheischt gaufen, zu verdanken, dass wir lange keine Altersarmut hatten. Aber die Zeit ist rüber. Von 2009 bis dieses Jahr gab es keine Anpassung von der Steuertabelle und der Inflation. Und dafür haben wir eine sogenannte Kahlprogression. Was ist das? Aber wenn Pensionen am Index runtergehen, ohne dass die Steuertabelle und die Inflation angepasst wird, und ohne dass die Säure runtergesetzt wird, von dem ohne muss man Steuern bezahlen, dann bleibt die Leute beimal viel Männer recht, weil sie proportional mehr Steuern müssen bezahlen. Aber schlussendlich bleibt viele Leute nicht genug recht, als sie rutschen an diesem Triple-E-reichen Lützebüsch an die Altersarmut. Das weiß doch die Petition zum Thema Besteuerung von der Wittleit, die über 8.500 Unterschriften gekriegt hat. Am Februar letztes Jahr wurden Petitionären an der Chambre von jeder Rängem felicitiert. Wir hatten gedacht, dass für jeder Rängem ist. Aber bei der Steuerreform als für die Leute nichts gemacht worden. Die jetzige Anpassung von der Steuertabelle und der Inflation geht nämlich nicht durch. Ein ADR an der Regierung hätte Wittleit ihrem Ulaius Rechnung gedrohen. Wir hätten eine Lösung gefunden, mit der sie nur 3 Jahre nicht steuerlich zurückkatapultiert gäfen. Aber wir gingen die steuerlich Ungerechtigkeiten, die CSV angefordert hat, korrigieren. Neben der Wittleit sind aber auch die Alleinerziehend, die Armut immer mehr ausgesetzt. Während 2003 nach 15% von ihnen, so leihen wir nur bei Ball 50%. Quasi ein Alleinerziehenden ob 2 lebt hier am Land unter der Armutsgrenze. Der DDR setzt sich dafür an, dass Alleinerziehende ältere steuerlich nicht mehr schlecht behandelt sollen gehen, wie zur Zeit, wo sie nach mit ihrem Partner zusammen waren. Solange wie sie für ihre Kinder müssen abkommen, sollen sie dürfen an der 2. Steuerklasse bleiben. So steht es schon an unserem letzten Wahlprogramm. Und dann müssen die Abattemente durch eine Negativsteuer ersetzt gehen, die auch jedem mit einem niedrigen Abkommen ausbezahlt wird. Das wird sozial gerecht, darum hat für alle Leute mit einem kleinen Abkommen geholfen, auch den Alleinerziehenden an die Wittleit. Kommen wir zum Bilanz von der Familienpolitik. Auch das als wahre Armut. Da, wo der Minister Kahn nach einem halben Stuhl gelöst hat, lädt der Minister Meischner einen Schöp nur. Madame Kahn hat mal kräftig beim Kannergeld gespürt. Das Kannergeld ist also nicht mehr gestaffelt. Es kriegt ihn also nicht mehr Kannergeld pro Kant, ob in E-Kant hat 2, 3 oder mehr. Die größere Wohnung an dem größeren Auto, die ihr braucht, wenn ihr mehr Kanner habt, die sind der Madame Kahn egal. Aber dass finanzielle Anregungen die Geburtenzahl abschrauft, weist Beispiel von Frankreich. Ganz anders sehen bei uns. Madame Kahn hat es ja annonciert, direkt nach der Wahl, weil sie sagt, ich mache keine natalistische Politik, gemengt war zu Lützebüsch. Aber weiter sagt sie, es gibt genug Kanner auf der Welt. Was Familien- und Integrationsminister Sturmat gemengt hat, hat in der Zwischenzeit jederin hier am Land verstanden. Als Geburtenzahlen leihen weit unter dem, was wir brauchen. Wir sind Schlusslicht von Europa. Madame Kahn hat des Weiteren dann auch für alle Mammen die Allocation de Maternité aufgeschafft. Also sie hat für alle Eltern die Allocation d'Education
aufgeschafft. En contrepartie greift nach just denen Älteren in der Därm, die schaffen gehen, an ihr Puppelscher an Kreisch gehen. Die Regierung sieht zwar, die Leute hätten die Chance, schaffen zu gehen oder nicht, wenn sie dann überhaupt den Arbeit fanden. Aber wenn nicht, dann gehen sie ja laufen, dass Madame Kahn reaktiviert. Die Regierung sieht also, die Leute hätten die Chance, schaffen zu gehen oder nicht, mehr Wirklichkeit, wo sie just die Chance, etwas zu kriegen oder nichts zu kriegen. Was sie schaffen gehen, gehen sie vom Staat unterstützt bei der Krechebetreuung. Aber was sie daheim bleiben, für nur ihre Kinder zu gucken, die erst jungen, da gehen sie vom Staat bestraft. Die, die ganz viel verdienen, ja, die haben auch die Chance, ob sie lieber zu zwei schaffen gehen oder lieber eh beim Kant bleibt. All die anderen, die stehen um am Rick wieder der Mauer. Und da können doch nach dem Herrn Meisch, er möchte auf weitere Plätze die gehen. Hier feiert die Mehrsprachigkeit an den Griechen an, für das Französisch zu fördern. Am Platz dafür zu sorgen, dass alle Kinder an der Griech Lützebäuisch lehren. Dann hätten sie alle Guten am ersten Schuljahr den nämlichsten Niveau für uns zu fangen. Somit möchte ich den Älteren, die trotz allem, die sie da tun, hier kann er selber zu versorgen, ein schlechtes Gewissen, weil diese Schlau muss viel mehr verlassen, hier im Kant mehr schlecht Startchancen an der Schule zu erfrieren. Des Weiteren bringt Mehrsprachigkeit verschiedene Puppelscher ganz kleine Kinder, die ihr Mammenspruch noch nicht gut genug kennen, an Stresssituationen, weil die Fremdsprache sie überfordert. Und nicht zu vergessen, kann er von nicht frankophonen Ausländern, an der haben wir da ganz viel, die Lo muss schon 400 Spielschule mit drei Sprachen ins gehen. Aber kommen wir zurück auf den Fett, dass die Regierung alles drüber setzt, die ältere Mordikus dazu zu kriegen, hier kann er an Griechen zu gehen. Es gibt immer mehr Langzeitstudien, die weisen, wie schlecht der Stress, dem kleinen Kanner an den Griechen ausgeliefert sind, sich auf ihre Entwicklung auswirkt. Allkant ist ähnlich, einzigartig. Nicht allkant lehrt sehr, laufen, schwätzen, selbstständig sein. Was für allkant aber gilt, als der Zero eine Geborgenheit brauchen, Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, zu schmusen und zu träumen, und dass sie eine konstant Bezugsperson brauchen. Aber was kriegen sie? Kräche Stress von Mäus bis Oves kann mehr die Droben da wieder den ganzen Tag, teilweise überfordert Personal, was sich mehr kann, muss kümmern, wie es packt. Aber wenn ihr Eltern zu Oves nur der Erbischt an einem Stau endlich sicher kommen, sind die ganz oft um einen mit ihrer Kraft. Gott sei Dank traut immer mehr Kräche Personal, ein Lehrpersonal sich halt zu Lützebüsch und die Öffentlichkeit für die Missstände abzudecken auf ihr Alarm zu schlagen. Auf famil.lu kann ich viele Themenjagen nur lesen, die weisen, wie wir am Gange sind, als Kanner und damit als Zukunft zu schädigen. An 19 meint sie Schamberwellen. Was gegen Familien da kriegen, wenn CSV ohne ein ADR desideren ging? Mit CSV wird es schon angekündigt. Die Allokationen, die aufgeschafft werden, sollen um angefordert gehen. Aber mehr nicht. Ganz anders bei der ADR. Die ADR stellt nicht die Ökonomie und den Kommerz an den Mittelpunkt, wir stellen die Kanner an den Mittelpunkt. Mit der ADR an der Regierung wird Kannergeld darum gestaffelt, für die reelle Besuch von der Familie Rechnung zu drohen. Da feiern wir auch ein Elterngeld an, für alle Älteren und das zusätzlich zum Kannergeld. Mit unserem älteren Geld kriegt jeder dasselbe. Aber wer mehr Kanner hat, wird der mehr ältere Geld kriegt. Aber wenn du hier bei den Kanner ist, hat er das ältere Geld als Pei. Aber wenn er schaffen geht, kann er das ältere Geld für seinen Kanner dort betreuen zu lassen, wo er will. Damit, wie auch das Problem aus der Welt, dass Frauen, die bei den Kanner daheim bleiben, nicht sozial versichert sind und kein Pensionsrecht haben. Die Frauen oder Männer, die bei den Kanner bleiben, bezahlen von dem älteren Geld Soziallasten und Pensionskäse.
und sind dadurch sozial aufgesichert, was Pensionen noch geht. Und für auch eine soziale Gerechtigkeit an das System ranzukriegen, soll das ältere Geld nur einem Freibetrag der Steuern allein. Mit einer ADR an der Regierung geht es also okay, Pensionsproblem am Fall von einer Schädung. So einfach und gerecht wird die ADR das lesen. Es sind hoffentlich auf meine Partei, die sich konsequent für die Familien ersetzt, für die Witleid und für die länger ziehen. Und ich gucke die Wahlen von 2018 mit Zuversicht entgegen.